Was willst du? Ich versuche einen Firmenvertreter zu finden. Du siehst nicht wie einer aus. Jetzt zieh dich. Okay, der Charakter ist auch anscheinend. Verzichte. Komm, tschüss. Ich habe gesagt, tschüss. Eingebildete Tusse. Wir kochen reden? Reden über Kochen. Ich will kochen lernen. Oh Mann, ich koche nie. Ich bestelle mir immer was in der Küche. Bringe ich überhaupt nicht zustande. Also bitte mich gar nicht erst um Hilfe. Okay, das könnte aber auch lustig gemeint sein. Über Filme reden? Ja, ist ein toller Film. Ich habe ihn diese Woche schon zum dritten Mal gesehen. Den muss ich irgendein genialer Actionfilm-Regisseur gedreht haben. Das war ich. Wie heißt du, Jacqueline? Über Filme reden, über das Ausgehen reden. Man kann sich beim Date verlieben oder beim Chat nochmal wieder. Das finde ich auch, Jacqueline. Reden wir nochmal über das Ausgehen. Mit dir ausgehen, das müsste ich mir erst mal überlegen. Sprich weiter. Gegenseitig Bekannte, nice. Über die Yacht reden, über Musik vielleicht? Ich interessiere mich nicht für Musik, so kriegst du mich nicht dazu, mit dir auszugehen. Bleib locker, man sieht sich. Okay, warte. Über Arrow? Das werde ich ihm eine Abreibung verpassen. An meinen Computer darf keiner ran. Genau. Kann ich jetzt ihr Profil ansehen? Sie ist ein Partytier. Das heißt, gibt es sich als Ruhm und Popularität? Nein, also. Ich möchte es allein sein, mit stört mich nicht. Oh komm, Jacqueline ist ein bisschen. Über die Yacht reden. Es kursiert das Gerücht, dass wir auf eine Yacht fallen können. Ich hoffe, das stimmt. Ja, können wir. Können wir über YouTube reden? Warum willst du mit mir darüber? Ich bin kein YouTuber, verzieh dich. Hallo, Entschuldigung? Kann man nicht vielleicht nicht trotzdem mal drüber reden? Denn nicht? Komm, ich will ausgehen. Ich liebe Dates. Ich stehe nicht auf feste Beziehungen, aber ich habe immer jemanden, mit dem ich ausgehen kann. Soll ich ein Date mit dir in meinen Kalender eintragen? Oh, tut mir leid, aber... Nee, also ganz ehrlich, wer mir schon so kommt... Ich weiß nicht, ob das die Standardantwort hier ist, aber wer mir schon so kommt... Ich hab nichts Festes, aber ich liebe Dates. Oh, ich bitte dich, Alter. Wer gefällt mir noch so? Ihr steht ineinander. Ihr habt euch umarmt. Oh, nee, da will ich mich nicht einmischen. Wie siehst du aus? Über Geld reden? Dreh dich mal um, Süße. Dich hatte ich ja schon. Entschuldigung, Ma'am. Über Kurse reden, komm. Ich will nach Hause. Ich gehe gleich nach Hause. Ein was? Ein Kurs? Die Zeit hat doch keine. Ich... Okay. Vor allem, ich drehe hier auch gar nichts, ne? Presley, über die Yacht reden, über Kochen reden. Kannst du kochen? Ja, Entschuldigung. Das sind auch immer so ein Stand. Die ist sauer. Ja, Entschuldigung. Ja, Filme reden? Ja, das hatten wir schon. Suchen wir nach einem Platz. Klar, tun wir. Ich will mit dir ausgehen, komm. Leute reden? Das hatten wir, glaube ich, schon, ne? Leuten hier unterhalten, die sind so witzig. Ich spreche gerne mit allen. Ja, vor allem, weil man immer blöd angemacht wird. Kurse reden, warum reden? Weißt du, wer er ist? Ich will ihn verklagen, meine Hausratsversicherung konnte. Kommt nicht für das zerbrochene Fenster auf. Okay, das ist der Balken, wir gestiegen. Okay, warte. Nein. Über Mode reden? Alles, was ich über Mode weiß, ist, dass ich immer das anziehe, was ganz oben auf meinem Stapel Klamotten liegt. Ich fürchte, da kann ich dir nicht helfen. Bei dir würde aber auch das stehen, was ganz unten am Stapel liegt. Profieren sehen? Ja, aber... Ich würde sagen, wir kommen hier auch erstmal nicht weiter, oder? Dementsprechend, ich suche mir jetzt mal noch eine aus, mit der ich eventuell... Die haben sich ja umarmt. Das hat ja eigentlich nichts zu bedeuten. Sag nicht weiter, aber man hat mir gesagt, dass heute Abend möglicherweise Vertreter einiger großer Unternehmen hier sind. Ich versuche sie zu finden, indem ich mich mit jedem hier unterhalte. Ja klar. Hast du das Gerücht, dass sie auf einer Yacht feiern könnten? Ich hoffe, das stimmt. Oh, Shady gefällt mir. Wir filmen reden. Mach mich bitte nicht blöd an. Ja, die gefällt mir. Die gefällt mir gerade mega. Wer Leute reden? Wer?
Ich frag mal kurz. Heute hat gerade echt jeder einen Kanal. Ich will keinen, selbst wenn ich dafür bezahlt werden würde. Ja, muss sie auch nicht. Ist ja auch mein Job. Über YouTube allgemein. Achso, das hatten wir gerade. Entschuldigung. Die Musik? Ich interessiere mich nicht für Musik. Alter, das ist Chaos. Vor allem, ich kann die Profile ansehen, aber das bringt mir nichts. Da steht nichts. Über die Yacht reden, über YouTube reden. Blabla. Okay. So, also über Leute reden, über die Yacht reden. Wir reden weiter über die Yacht. Das kommt immer ganz gut an. Ja, ich weiß. Über Filme reden? Ich muss ja immer nur das Gleiche machen eigentlich, das ist ja totaler Quatsch. Die Interaktionsmöglichkeiten sind echt... Ja, willst du mit mir ausgehen? Über Rory? Blablabla. Erwähne bloß nicht diesen Typen in grün. Er ist auf mein Fenster gesprungen und hat mich erschreckt. Er hat meinen Computer kaputt gemacht, als ich gerade ein Video hochgeladen habe. Als sie gerade ein Video hochgeladen hat. Und warum meint sie denn, dass sie keinen Kanal hat? Über Geld reden? Reden wir mal weiter über den. Doch nie einen Grund geben bei mir vor, weil ich habe keine Ahnung von dem, wie du redest. Aber man sagt, es nur bei den schlimmsten Dingen aller Zeiten vorbeikommt. Also was für YouTube? Nochmal über Filme? Ich mache jetzt wieder damit voll mit dem, was ich weiß. Weil mit der will ich doch eventuell. Die ist leicht interessant. Weil die über Filme reden. Heute ist der schönste Tag deines Lebens. Wenn ich über das Ausgehen reden kann, man langsam mal. Mit dir ausgehen, das müsste ich mir etwas überlegen. Sprich weiter über Filme reden. Guck mal, wir können Filme. Dann nochmal über Oro reden. Wir haben sehr viel zu reden, immer dasselbe. Ja, genau. Dann über Filme reden und über Filme reden weiter und dann über Leute reden. So, genau. Erwähne bloß nicht mit diesem Typen grün. Zack, ein Freund. Jetzt habe ich einen neuen Freund. Über Kurse reden? Ja, ist lustig, ne? Finde ich auch. Über Aurori? Hauptsache, wir reden immer nur dasselbe. Dass der nicht langweilig ist, ist mir ein Rätsel. Hast du dich schon mit den Leuten hier unterhalten? Die sind so witzig. Ja, danke, du auch. Ich rede mal kurz über Kurse. Das interessiert mich jetzt, was über Kurse. Er ist gestern durch mein Fenster gekommen, jetzt lasse ich mein Fenster immer offen. Nur für den Fall, dass er wiederkommt. Ich stehe auf Männer mit Masken. Was? Als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, ist sie mir in den Ohren gelegen. Du musst das jetzt lernen. Ja, kenne ich. Mein Geschenk geben. Tada! Oh, wie knuffig. Alter, wie knuffig. Na, mit dem Geschenk nicht überhaufen? Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Zeit für dich habe, aber ich muss mich mit den Leuten warten. Aber es hat mich sehr gefreut. Shady, okay. Geschenk geben? Flirten. Oh! Na, was kommt jetzt? Entschuldigung? Habe ich was Falsches gesagt? Oh, warte. Sie hat genug von mir. Okay, dann haben wir erstmal eine angegraben und eine suche ich mir noch. Das klingt... Ich finde auch immer so... Die war ich aber schon. Die ist auch Cheyenne? Nee, Cheyenne. Die sieht ganz süß aus und ganz... Okay, komm mal her. Mit dir rede ich noch ein bisschen. Man kann sich mal ein Date verlieben oder... Ja, ich weiß. Über Musik reden, magst du das? Was hast du für ein Zettel? Wir können uns jetzt... Ich interessiere mich nicht für Musik. Oh, okay. Das Ausgehen reden. Über die Yacht reden. Mit dir ausgehen, das muss ich mir erstmal überlegen. Sprich weiter. Ja, ich bin dabei. Oh, Alter, die ist so... Könnt ihr mal bitte alle gehen? Die hat einen Zitter. Die ist mir zu verrückt.
Ich habe Leute von einem Laufsteg und einer Yacht sprechen können. Mehr weiß ich leider nicht. Komm, gaff mich an wegen YouTube. Gaff mich an. Ich bin kein Jubel. Ich habe keinen Kanal. Ich habe keine Lust mit dir zu reden. Nervt doch hier. Okay, tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Shady, das reicht mir. So, okay, das war's. Tschüss. Okay, raus hier. Ich will hier einfach nur raus. Alter, ganz ehrlich, von jedem, also ohne Spaß, echt von jedem angegriffen zu werden, das ist doch echt eine Fahr. Können wir gehen? Über die Yacht reden, Geschenk geben, umarmen, Profil ansehen? Flirten? Nein, danke. Hä? Was muss ich hier eigentlich machen? Okay, hallo? Exit. Oh. Geh in den Saal. Ach Gottchen. Ich verarsche mich gerade selbst. Wir sind im Kino. Ich habe die Leute im Kino angequatscht. Oh Gott. Vielleicht, wo sollen wir sitzen, Nova? Was ist das denn für eine? Ach komm, lass mal hier sitzen. Das ist eigentlich ziemlich bequem. Kann ich den Film gucken? Ich will... Das Iron Man, das sehe ich doch jetzt schon. Ich verschwinde. Einfach so. Über rumreden, über das Kochen reden. Ich dachte, ich könnte so meinen Arm darüber machen. So, jetzt muss ich mal mit jemandem flirten. Kann ich ihn irgendwie Shady texten oder sowas? Tanzende Begrüßung. Nice, hol ich mir einfach. Oder auch nicht. Okay, wir haben keine Punkte. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Aber wir haben mehr Abonnenten bekommen, das freut mich. Einfach mal so, wo man im Kino ist, einfach mal ein paar Abonnenten sneaken. Das passt schon. Oh, ich hatte, jetzt habe ich selber sneaken gesagt, ekelhaft. So, wie man sieht, ist ein YouTubers Live echt nicht, also auch im Real Life eigentlich nicht. Ich sag mal so, manche sagen aber, YouTuber sein oder irgendwas ist halt keine harte Arbeit. Es gibt so und so, ne? Also es gibt Leute, kann ich immer wieder sagen, das habe ich auch schon ein paar Mal bei PokeMMO, glaube ich, gesagt. Es gibt Leute, wo man echt sagen kann, ja, Alter, die verdienen mit YouTube Geld, haben auch viel... Okay, das ist genug, ich gehe jetzt, okay. So, wie gesagt, verdienen viel Geld mit YouTube und alles, aber machen dafür echt wenig, einfach mal eine Challenge oder irgendwas. Und andere wiederum reißen echt den Arsch auf. Geh auf die Messe. Ja. Das Ticket habe ich schon. Okay. So, das heißt, ich warte. Oh Mann, diese Steuerung, das macht mich echt fertig. Ich finde es auch lustig. Ich kann essen, ich kann lernen, ich kann arbeiten. Ich muss aber nie aufs Klo. Einfach nie aufs Klo. So, jetzt mampf ich eine Runde. Dann gehe ich eine Runde lernen. Dann gehe ich eine Runde arbeiten. Akzeptieren. Ich. Von diesem Moment an konnte ich mit meinen Freunden, wann auch immer ich wollte, ins Kino gehen. Machen konnte ich das dies durch meinen Kalender im Handy. Okay. Hallo, ich bin Nova D. Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Könntest du es für mich ein Spiel aufnehmen und es hochladen? Ich werde es dir schicken. Klar. Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Klicke auf meinen PC, um einzukaufen. Hallo, ich habe... Okay. Klicke auf den Dekorationsladen. Jetzt hätte ich auch... Oh, hier, Idea. Cool. Papierkorb, Ventilator. Idea ist der beste Laden, um Dekoration zu kaufen. Manche Karten sind in Objekten versteckt, die man erst noch finden muss. Cool. Oh, was ich geil für Lavalampe will haben. Lavalampe, eindeutig. Ein Poster brauche ich nicht. Regal, Mario? Mario, oh geil. Fotorahmen, Stofftier, Wand mit Postern. Das gefällt mir auch. Ja, und schon bin ich pleite. Geil. Deine Wand mit, ja, ja. Okay, warte. Folgendes. Ich habe jetzt Freunde. Ich kann die ja jetzt jederzeit zum Kino einladen, ne? Marion? Oh, warte. Nein, geh zu. Runter hier. Hallo. So.
Einmal öffnen. Meine Lavalampe ist da. Nice. Und öffnen. Ja, geil. Das ist ja langsam ansehnlich hier. Sieht besser aus als bei mir zu Hause. Entschuldigung, Mom. Entschuldigung, Mom. Entschuldigung, Mom. Hm. Ja, ich wusste es. Welche, wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Ausnahmes geben und du brauchst dann auch nicht weinen. Ja, es tut mir leid. Ich wollte ja lernen, aber ich wurde gezwungen einzukaufen. Gott, Mom, bist du peinlich. Gott, ich muss echt darauf aufpassen zu lernen. Ist ja richtig schrecklich. Ich habe allerdings auch nur noch 26 Geld. Das ist echt geil. So, jetzt habe ich gelernt. Jetzt gehe ich mal kurz arbeiten. Für ein bisschen Geld. Schuhe putzen, Autos waschen. Finde ich gut. So, dann müsste ich eigentlich wieder ein Video hochladen, finde ich. Aber das Video müsste von ihr. Müsste das Spiel von ihr nicht noch kommen? Wann kommt ihr Spiel? Du verlierst Abonnenten, du sollst mir aufnehmen. Ja, Entschuldigung. Ihr Spiel wollte kommen. Spiel auswählen. 2 League of Giants. Das ist wiederum gut wieder. Machen wir nochmal? Komm. Letztes Video, League of Giants. So, alles gemacht. Und dann End of Log. End. Oh ja. End of Log. Bis zum Kork. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Ein Hühnchen. Vor allem, ich wähle meinen Titel ja je nachdem, was im Video passiert ist, ne? Ganz ehrlich. Darum frage ich mich, warum ich den Titel schon vorher auswähle. So, einmal 2, die Aufnahme ist. Dann haben wir ein sinnloser Kommentar. Das kann ich gut. Habe ich bisher noch... Oh, perfekt. Das Sinnlose passt sogar perfekt. Dann kommt eine fröhliche Äußerung. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt brauche ich was, was unten links 2 am besten hat. Lustiger Kommentar oder sarkastischer Kommentar? Machen wir sarkastisch, komm. Haust du durch. So. Legen wir los. Das passt ja wie Arsch auf Eimer. Dann passt das eigentlich super gut. Und das passt super gut rein. Dann haben wir nur einen überflüssigen. So, das heißt allerdings, es kommt zuerst braun dran. Wegen hier fangen wir mit der Schneidung an. Dann kommt nicht die Farbe rein, dann den Titel wählen und dann kommt Rennen. Dann haben wir einen Punkt von 81. Nice one. So, ich bin Level aufgestiegen wieder. Hochladen. Gut. So, Video hochgeladen und folgendes. Jetzt müssen wir erstmal schlafen, weil wir sind übel müde. Ja, das kann ich auch besser. Komm, erstmal eine Runde hinlegen. Okay. Wir haben auch kein... Alter, ich habe ohne Spaß. Ich habe hier keine Zeit für irgendwas anderes. Jetzt gehe ich nämlich wieder lernen. So um 18 Uhr. So, ich müsste langsam mal... Ich brauche dringend Geld. Ich brauche dringend Geld. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Pass mal auf. Ich lade mal... Wen hatten wir kennengelernt? Maria... Nee. Shady, hier. Du gefällst mir. Shady. Computer arbeitet. Ich sollte warten. Ja, okay, warte. Dann machen wir es anders. Shady, ich lade dich mal ein. Komm mal her. Einladen. Wir werden uns dort treffen. Ich komme. Oh, Shady, ich hab dich vermisst. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Ganz gut. Und dir so? Über die Yacht reden. Auf Wiedersehen. Wie geht's dir so? Ich habe echt keine Ahnung, aber Yachten sind was für glamouröse Personen, Leute aus der Modewelt, nicht wahr? Ja, das finde ich auch. Dein Lachen ist sehr schön. Geschenk geben habe ich. Ich gebe dir nochmal ein Geschenk. Hallo? Geschenk geben? Guck mal. Bitteschön. Ich habe immer ein paar Blumen für dich. Hallo, schieb mich doch nicht beiseite. Was denn? Hallo? Ich will ausgehen reden? Hallo? Ich liebe sie, ich stehe nicht auf feste Beziehungen, aber ich habe immer jemanden, mit dem ich ausgehen kann. Also, guck mal, das ist eine Standardantwort. Das gefällt mir ja gar nicht. Und, gefällt sie hier? Gefällt sie hier? Kochen reden, über die Yacht reden. Aber das geht halt nicht anders. Ich kann nur... Ah.
Ich wünsche, ich könnte eine Party auf einer Yacht. Ja, das mache ich bald noch. Über das Ausgehen reden? Ah. Komm schon. Über Geld reden? Oder ist das privat? Ah. Ich will nicht über Geld reden. Mein Finanzen gehen nicht. Okay. Über Mode reden? Auch nicht, ne? Ja, Entschuldigung. Über Rain. Ja, komm. Immer dasselbe. Über das Ausgehen reden. Über Musik. Über Rain. Über Rain. Über das Rain. Wir reden die ganze Zeit über einen anderen Typen. Das finde ich echt gut. Über Ausgehen reden kann man noch machen. Und über die Yacht reden und über das Ausgehen reden, immer wieder nachfragen. Über die Yacht reden, dann über Ausgehen reden. Finde ich ganz gut. Alter, Alter. Okay.